Mit Optionen kannst du viel, viel mehr machen, als wenn du nur die jeweilige Aktie handelst. Herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rabe und ihr habt vielleicht gestern auf dem Jens Rabe Kanal das Video gesehen zu Beyond Meat, also diesem Hersteller dieser veganen Burger Patties. Und jetzt hat ja vielleicht der eine bullische Meinung auf die Aktie, ein anderer hat eine bärische Meinung auf die Aktie. Und ich will euch in dem kurzen Video heute mal zeigen, was denn grundsätzlich mit Optionen hier mit dieser Aktie so machbar ist. Also bleibt dran, los geht's. Also Beyond Meat, ne, das ist das Kürzel dieser Aktie in Amerika. BYND. Und je nachdem, was ihr jetzt für eine Erwartungshaltung für die Aktie habt, ne, wir haben das ja in dem Video auch ein bisschen besprochen, Link ist nochmal hier unten drunter, kann man das natürlich jetzt ganz, ganz verschieden angehen. Wer nur die Aktie handelt, was würde der natürlich machen? Der würde natürlich sagen, okay, er hat eine positive Meinung, dann kauft er halt die Aktie, oder er hat eine negative Meinung, dann geht er eben die Aktie short, also setzt auf fallende Kurse. So, damit hört es aber auch schon auf, ne? Jemand, der dagegen die beiden Sachen kombinieren kann, also Aktie und Optionen, der hat natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten und die will ich euch mal zeigen. Also fangen wir mal an. Wir haben also jetzt hier die Aktie, die ja hier skyrocketing nach oben gegangen ist. Und wie gesagt, du, wenn du jetzt bullish die Aktie bist, ja, dann gehst du eben einfach hier long, ne? Und dann ist eben deine Erwartungshaltung, ja, es geht weiter nach oben. Oder aber du sagst, na, ich denke eher, dass die fällt und dass die ganz stark zurückkommt, dann gehst du sie eben short. So, und dann machst du das. So, das ist das ganz einfache Prinzip. Ne? Und dann siehst du aber auch, das sind alles direktionale Trades. Das bedeutet also, wenn du mit der gekauften Aktie Geld verdienen willst, ja, dann muss sie halt auch steigen. Wenn du mit der verkauften Aktie Geld verdienen willst, na, dann muss sie eben auch entsprechend fallen. Was anderes gibt es da nicht. Immer wenn eine andere Entwicklung kommt, es geht seitwärts, es geht nach unten und du hast gekauft, oder es geht nach oben und du hast verkauft, dann verlierst du eben Geld. So, und mit Optionen kannst du da aber viel, viel mehr machen. Und da will ich euch ein paar Beispiele zeigen. Stellen wir uns mal, fangen wir mal an mit dem, der sagt, okay, ich glaube, dass die Aktie weiter steigt. Ne? Was hat der für Möglichkeiten? Der kann beispielsweise sagen, okay, ich kaufe die Aktie und weil die Aktie ja aber doch jetzt schon ein bisschen teuer ist, fange ich vielleicht an, darüber Calls zu verkaufen. Ne? Also der macht hier Short Call. So, wie ist dann das Ganze? Er bekommt hier oben eine Prämie. Er hat das Risiko, was er hat, liegt nach wie vor in der Aktie und die Prämie gibt ihm einen zusätzlichen Ertrag. Wenn jetzt die Aktie fallen sollte, wird er die Prämie hier oben verdienen. Das heißt, er hat eine Einnahme generiert, die ihm zumindest minimal den Verlust hier ausgleicht. Und wenn die Aktie weiter nach oben geht, was passiert dann im schlimmsten Falle? Naja, dann hat er eben hier an diesem Anstieg verdient und hier oben wird ihm die Aktie einfach weggekort. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Er könnte auch sagen, ah, ich will die Aktie überhaupt nicht annehmen momentan, weil die ist mir einfach zu teuer. Ich glaube, dass die auf einem tieferen Niveau viel, viel spannender wäre und da würde ich gern wieder in die Aktie einsteigen. Was kann er dann machen? Dann kann er natürlich sagen, okay, ich verkaufe hier unten einen Put, bekomme ich eine Prämie und was passiert jetzt? Steigt die Aktie weiter, verdient er die Prämie. Läuft die Aktie seitwärts, verdient er die Prämie. Fällt die Aktie runter und erreicht nicht den Strike, verdient er die Prämie. Fällt sie aber darunter und erreicht diesen Strike, bekommt er die Aktie zu dem Preis, die er oder den er sich vorstellt, eben ins Depot gebucht, plus die Prämie, die er hat. Das heißt, er kauft sie sogar etwas günstiger. Und damit ist er viel besser als jemand, der sagt, er legt sich an diese Stelle ein Kauflimit hin. Ne? So, das wäre die eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, wenn er sagt, angenommen, er ist jetzt bärisch auf die Aktie, was könnte er da machen? Runtergefallen, lassen wir liegen. Nehmen wir mal da blau nochmal dazu. Wer also jetzt bärisch ist und sagt, okay, ich glaube eher, dass die Aktie fällt, was kann der machen? Der könnte zum Beispiel sagen, okay, ich bin short in der Aktie, der geht jetzt die Aktie short. Wo ist das Risiko, dass die Aktie weiter ansteigt? Aber er macht jetzt eins, weil er vielleicht sagt, naja, okay, die ist jetzt schon so gestiegen, ich glaube gar nicht, dass die weiterkommt. Aber ihr wisst, wenn man momentan diese Aktie short gehen will, dann muss man extrem hohe Zinsen dafür zahlen. Ne? Die Ausleihzinsen für diese Aktie, du musst ja, wenn du was shorten willst, dir das Ganze vorher erst leihen, sind momentan noch sehr, sehr hoch. Und auch hier könnte er jetzt hingehen und sagen, okay, ich mache hier diesen Put. Schreib einfach dann einen Put dazu, und weil dann hat er kein Risiko mehr. Er hat quasi einen Cash oder einen Covered Put gemacht. Wenn die Aktie, er ist die Short, die Aktie fällt jetzt, ne, was passiert dann?
dann verdient er an der fallenden Aktie und allerspätestens an dem Punkt bekommt er die Aktien halt dann wieder long ins Depot eingebucht. Das heißt, hier ist seine Position wieder flat, fällt sie eben nicht, verdient er die Prämie. Wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, er könnte sagen, okay, die Aktie ist viel zu teuer, ich verkaufe jetzt einen Call, genau wie hier oben, aber da sollte man natürlich immer das Risiko sehen, was passiert jetzt, wenn die Aktie beispielsweise die Firma übernommen wird. Na, keine Ahnung, die ist 5 Milliarden wert, das ist wahnsinnig viel, aber vielleicht gibt es ja irgendeinen, der sagt, hey, ich zahle nochmal 30% mehr und nehme sie vom Markt. Das ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Optionen verkauft, Call-Optionen verkauft, bei Aktien. Bei Futures ist das was anderes, aber bei Aktien solltet ihr immer Spreads machen. Das heißt, ihr solltet dann immer sagen, okay, einen Call kaufe ich, einen verkaufe ich und dann ist das Risiko hier auf diese Differenz hier begrenzt. Und dann habt ihr es einfach so, was passiert dann? Naja, wenn die Aktie jetzt seitwärts läuft, verdient er die Prämie. Wenn die Aktie fällt, verdient er die Prämie. Und das einzige Risiko, was ihr eben habt, dass die Aktie hier durchläuft. Und dann habt ihr aber euer Risiko auch ganz genau definiert durch diesen Bear, sogenannten Bear Call Spread, den ihr jetzt habt. Ja? Und dann gibt es natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ihr könntet zum Beispiel Puts auf die Aktie kaufen, langlaufende Puts, weil er sagt, ich glaube einfach, dass die Aktie definitiv mal wieder hier unter den aktuellen Preis kommt. Und wenn du dann natürlich einen Put hast, der Put gibt dir das Recht, die Aktie zu verkaufen und du hast ihn richtig gewählt, ne? Aktien, die man kauft, soll man immer leicht im Geld kaufen, ein bisschen auf die Wohle achten, dann machst du natürlich einen guten Gewinn. Oder aber du sagst, ich will jetzt nicht, dass so viel Kapital einsetzen, um hier 100 Aktien zu kaufen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Aktie steigt. Dann kauft er eben einen Call, langlaufenden Call, und du wirst nur einen ganz kleinen Bruchteil des Geldes einsetzen, den du sonst in die Aktie investieren müsstest, hast das Risiko, dass der gekaufte Call irgendwann wertlos verfällt, aber du kannst es eben ganz genau definieren, weil du eben weißt, okay, ich habe von mir jetzt statt $5,000 nur $500 ausgegeben und das ist mein maximales Risiko, was ich habe. Das heißt, du kannst auch mal Schwankungen viel, viel besser aushalten, als wenn du dir die Aktie gekauft hast. Und das war jetzt wirklich mal im Schnelldurchlauf. Ne? Ich hatte schon mal jemand geschrieben, ich würge so gehetzt. Nein, bin ich nicht. Ich will es bloß nicht zu lange aussehen. Ihr seht, Optionen sind wahnsinnig flexibel. Du kannst nahezu jede Erwartungshaltung, die du an ein Underlying, sprich an so eine Aktie hast, kannst du darstellen. Du kannst eine Seitwärtsbewegung darstellen. Du kannst eine Aufwärtsbewegung, eine Abwärtsbewegung darstellen. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das Einzige, was du eigentlich wissen musst, ist, wie Optionen funktionieren. Ne? Und wie Optionen funktionieren, ja, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Das ist kein Buch mit 7 Siegeln, sondern das kann man lernen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Als allererstes, du schaust dir alle Videos an, die wir hier jemals auf diesem Kanal gemacht haben. Das sind ein paar hundert Stück. Da bekommst du schon ganz viel. Du kannst mein Buch lesen, Optionsstrategien für die Praxis. Du kannst natürlich viele, viele andere Dinge machen. Oder aber du sagst, hey, komm, ich mache die Online-Ausbildung Optionshandel für kleine Konten. Eigentlich müsste es heißen Optionshandel für Einsteiger, ne? Weil das ist egal, ob du ein kleines Konto hast oder ein großes. Du brauchst am Anfang klare Strategien, an denen du dich orientieren kannst. Und genau das haben wir in diese Online-Ausbildung reingepackt. Über 60 Videos zu allem, was du brauchst. Angefangen vom Broker, angefangen vom Money-Management. Ganz konkrete Strategien von einer täglichen Routine, die du machen kannst und auch machen solltest. Ne? Und das alles zum aus meiner Sicht sensationellen Preis und auch die Rückmeldung. Wir haben diese Online-Ausbildung jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr häufig verkauft. Ne? Also die läuft richtig, richtig gut. Und die Rückmeldung, die wir von Kunden bekommen, ist wirklich sensationell. Ganz viele schicken uns dann E-Mails, sagen, hey, super, ich habe jetzt das umgesetzt, ich habe jetzt mein erstes Geld mit dem Optionshandel verdient und ja, das ist ja wirklich viel einfacher, als ich mir das vorgestellt habe. Deswegen, Link ist hier unten drunter, schaut euch das an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr diese Online-Ausbildung machen könnt und nutzt das auf jeden Fall, weil wenn ihr nicht mit Optionen handeln könnt und ihr seid Aktionäre oder am Aktienmarkt investiert, ihr verschenkt so wahnsinnig viele Möglichkeiten und das sollte man eigentlich nicht machen. Wenn man einen großen Werkzeugkoffer haben könnte, dann sollte man den auch nutzen. In diesem Sinne, gebt bald wieder das nächste Video hier auf diesem Kanal. Seid wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.